Hi Leute. Was soll ich sagen? Ich habe mich gestern noch verabschiedet und gesagt, so ja, sehen uns dann am Wochenende oder so. Bin also nicht davon ausgegangen, dass jetzt noch irgendwas geht. Hatte viel zu tun und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich hatte meine Sachen abgedreht. Flohmarkt fand ja nicht statt. Hatte trotzdem ein paar gute Pickups gehabt und konnte euch ein paar schöne Sachen zeigen. Jetzt stehe ich wieder hier. Ja, was will ich schon wieder von euch? Ah, es gab wieder was zu erzählen. Beziehungsweise es gibt wieder was zu erzählen. Diesmal ist es kein Videolog, sondern eine weitere Pickup-Folge. Ich weiß nicht, was los ist im Moment. Gestern Abend vorm Stream natürlich wieder Kleinanzeigen geschaut und ich habe eine Sache gefunden, die wollte ich mir schon ewig lange besorgen und kaufen. Weil nur damit habe ich den richtigen Bock verspürt, nochmal mit dem Nintendo 64 zu zocken. Ich habe dieses Ding noch nicht in der Hand gehabt, ich war mir aber total sicher, dass das genau das ist, was mir fehlt, um die Nintendo 64 Klassiker wieder zu genießen. Ich spreche von dem Controller fürs N64. Dieser Controller, den habe ich schon häufiger mal bei eBay gesucht und nicht unter 80 € gefunden. Auf jeden Fall nicht in dem Zustand, wo ich ihn haben wollte. Standardmäßig steht dieses Ding für 89 drin und eigentlich ja im Normalpreis. Ganz normaler Preis wird dieses Ding für 99 angeboten. Und ich bin jedenfalls immer davon ausgegangen, dass für 99 € dieses Ding neu ist, in Originalverpackung kommt und so weiter. Gut, jetzt habe ich gestern bei Kleinanzeigen einen solchen Controller gesehen. Der sollte 60 € kosten. Ich habe den jungen Mann angeschrieben, habe natürlich versucht, noch zu handeln. Ich habe gesagt, hör mal, ich komme aus Mönchengladbach, ich muss fahren bis Duisburg. Können wir nicht noch irgendwas am Preis machen? Vielleicht sind 55 okay, ich möchte es nicht versenden und so weiter. Und der sagt, pass auf, ich weiß, was dieses Ding kostet. Ich weiß, wie gut dieses Ding ist und wie ich damit umgegangen bin. Ey, ich würde sehr, sehr ungern von diesen 60 € runtergehen. Also, ich habe im ersten Kontakt schon gemerkt, das ist ein ganz netter Kerl, der mir da gegenüber sitzt. Und ich habe dann gesagt, okay, pass auf, ich muss morgen nach Krefeld. Ich habe da was zu erledigen. Und habe ein Zeitfenster so zwischen 10 und 12 Uhr und könnte dann bei dir sein. Der sagt, wunderbar, top, trifft sich gut, ich habe morgen frei. Ich bin zu Hause, komm, wenn du willst, kein Stress. Super, alles klar. Ich habe mich natürlich gefreut, dahin zu fahren. Naja, wir haben in Krefeld unseren Termin erledigt. Ich bin dorthin gefahren, hatte noch einige andere Dinge bei ihm in den Anzeigen gesehen, woraufhin ich aber nicht angefragt habe, weil ihr wisst selber, Bundeln geht eigentlich immer nur bei Leuten, die ja nicht ganz wissen, wie teuer ihre Sachen sind und die es auch nicht interessiert, die auch nicht viel Ahnung davon haben. Nur er kannte sich natürlich super aus und insofern habe ich alles außen vor gelassen. Ich habe noch eine tolle Konsole gesehen da und so weiter, aber na, ich wollte halt nur diesen Hori-Controller haben und ich war bereit, ihm die 60 € dafür vorbeizubringen sogar. Gut, ich also hingefahren. Hab bei ihm geklingelt, vorher noch kurz angerufen, hab bei ihm geklingelt, durfte glücklicherweise hochkommen und reinkommen. Es begrüßte mich ein netter junger Mann. Also ich sag's einfach, Marc, an der Stelle schöne Grüße an dich. Ich habe dir ja meine YouTube-Adresse genannt und ich hoffe, dass du dieses Video dann heute siehst. Nett begrüßt, hat mich auch sein kleiner Hund, wobei der Marc direkt sagte, pass ein bisschen auf, also der ist etwas wild und so weiter. Okay, war alles kein Problem. Der Hund hatte mich begrüßt, ist ein bisschen hochgesprungen, lief die ganze Zeit mit dem Ball da rum, wollte spielen und so weiter. Also super nett, super angenehm. Er hatte alles aufgebaut, hatte diesen besagten Controller mit Mario Kart auf seinem TV laufen und hat gesagt, hier kannst du alles ausprobieren und so weiter. Habe ich dann gemacht.
habe ihm die 60 Euro gegeben, den Controller genommen und bin mit ihm ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und er sagt, hey, die Leute, die sind so dreist bei Kleinanzeigen. Die sagen, hey, spielt hier für alles 60 und dann komme ich sofort holen. Ja klar, sagt er, mache ich auf keinen Fall. Wir sind ins Gespräch gekommen. Er hatte da noch eine orange transparente N64 stehen, da war sogar ein Expansion Pack drin und so weiter. Und hatte mit ihm gesprochen und er sagt, ich sag, weißt du, was das wert ist? Und er so, ja klar, aber die Leute wollen für alles nur 60 geben. Und ich dachte, alleine die Konsole geht ja locker für 79 weg. Und da ist noch ein Expansion Pack da drin. Also wirklich, also wenn du es für 79 reinsetzen würdest, ist die morgen weg wahrscheinlich. Ja, er sagte, auf keinen Fall gebe ich es unter 100 ab. Und ich habe mir noch gedacht, so 100, okay, 100 könnte ein bisschen viel sein, aber gut, muss er ja selber wissen. Ich habe dann noch gesagt, ja, wunderbar, alles klar. Und ich hatte dann auf seinem Sofa gesehen, dass er noch ein paar Spiele da aufgetürmt hatte. Die waren auch fürs N64. Und ich habe gefragt, was willst du was willst du für die Spiele haben? Und er sagte, ja, die sind ja bei der Konsole dabei. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, diese Spiele, die du da hast und die Konsole, alles zusammen, würdest du, wenn ich dir jetzt sagen würde, hier, ich gebe dir 100 Euro, dann würdest du mir die Sachen mitgeben, sagt er, ja klar. Ich habe nochmal nachgefragt, wir haben doch gerade über diese Konsole gesprochen und so weiter und du würdest alles abgeben, sagt er, ich möchte loswerden, ich möchte, dass die Sachen wegkommen und da gibt es noch einige Sachen mehr, die ich da gerne loswerden wollte, aber da müssen wir nochmal schauen. Und ich will, dass sie in ordentliche Hände kommen. Und ich habe gesagt, hör mal, also das heißt jetzt, ich habe jetzt keine Kohle mehr dabei, aber das heißt jetzt, wenn ich dir 100 Euro hier hinlegen würde, dann könnte ich die Sachen mitnehmen. Und er hat gesagt, natürlich. Dann habe ich gesagt, okay, Marc, pass auf, lass mal die Sachen hier, ich lasse dir mal den Controller hier und die Kohle für den Controller. Ich fahre mal kurz zur Sparkasse und gehe noch 100 Euro holen. Und er hat gesagt, super, freut mich, mach mal. Ja, alles klar. Ich nochmal los, zack, zur Sparkasse gefahren, 100 Euro geholt, zurückgefahren, hochgegangen und habe gesagt, hier, Marc, er hat mir glücklicherweise dieses ganze Paket schon gepackt. Was ich da mitnehmen durfte und zu einem absoluten, ja, super Buddy-Preis habe ich diese Sachen da bekommen und nochmal an dieser Stelle, also Marc, wenn du mal irgendwas suchst, was brauchst oder was auch immer, du kannst dich gerne an mich wenden und wir werden das auf jeden Fall locker und flockig für dich hinkriegen, okay? Dieses Gefühl, was du mir heute mitgegeben hast, das werde ich dir auf jeden Fall zurückgeben, mein Lieber. Vielen Dank. Er hatte mir also diesen ganzen Karton gepackt. Und ich bin dann hin und wollte diesen Karton mitnehmen, habe dann schnell nach unten gegriffen und Leute, was passiert? Es ging nur so rap, zap, zap und ich hatte halt seinen kleinen Hund in meiner Hand hängen. Also der Hund hat wirklich gut in meine Hand reingefetzt. Er hatte voll Bock drauf und boah, der Marc hat sich den Hund gekrallt und hat echt ordentlich mit dem geschimpft und ich habe nur gesagt, hey Marc, guck mal, ich habe auch nicht aufgepasst, ich habe einfach hingegriffen und so weiter und der Hund hat per Reflex da gebissen und sagt, ja, es geht aber trotzdem nicht und so weiter und es war wirklich extrem, muss ich sagen. Also ich bin noch nie vom Hund gebissen worden und ich habe mich richtig erschrocken. Naja, bin dann halt in seine Küche und der hatte zum Glück so ein Handdesinfektionszeug da und ich habe dann halt meine ganze Hand so mal ein bisschen mit diesem Desinfektionszeug bearbeitet. Sauber gemacht, also ich hoffe, dass sich das nicht entzündet und er hat aber direkt zu mir gesagt, hey, wenn es Probleme gibt und so, die Versicherung und ne, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, naja gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Sachen mitgenommen, war dann noch arbeiten, bin jetzt wieder zu Hause und kann dieses Video machen und euch zeigen, was ich da beim guten Markt mitnehmen konnte. Ich fange einfach mal an, Leute. Der besagte Controller, ich muss sagen, wer den nicht kennt, wer den Hori-Controller für das N64 nicht kennt, hat was verpasst. Das Spielgefühl von früher, ja, mit dem Controller, ihr wisst es, ist er nur ein bisschen ausgeleiert. Es stört irgendwie, also mich hat es gestört und überhaupt, ich wusste gar nicht, wie mein Finger damals auf diesem Controller gehalten hat, weil er immer abrutscht. Ich musste mir immer so einen Gummi noch darüber machen, damit er ordentlich hält, weil der Stick recht lang ist, ihr wisst das. Ja. Wer diesen Controller noch nicht gespielt hat, Leute, ihr habt was verpasst. Kauft euch einen Hori-Controller fürs N64. Wenn ihr damit zockt, ich sag euch, ihr werdet alle Spiele nochmal durchzocken fürs N64. Das ist so ein geiles Gefühl. Der ist recht klein, ist jetzt nicht so ein Riesending oder so, aber der fühlt sich wirklich super an und der Stick ist Gamecube-like. Ja? Ich muss sagen, zu Gamecube-Style-Sticks, Sonntagabend
ist Bufti ein bisschen, wie er es gerne macht, sonntagabends im Internet gesurft und so weiter und hat sich ein paar Ersatzsticks für den N64-Controller angeschaut und hat da ein paar Preise verglichen, hat gefragt, wie die sind. Ich habe auch meinen Kommentar gelassen. Ich habe selber 4 Stück von denen eingebaut in 4 schönen originalen Controllern von mir. Aber ich muss sagen, die reagieren sehr, sehr schnell. Also auf jeden Fall die, die ich gekauft habe. Ich glaube, bei den anderen ist es nicht anders. Also ne, ihr habt Vollausschlag bei ein bisschen Bewegung nur. Das stört natürlich bei einigen Spielen. Stellt euch vor, Super Mario, da lenkt ihr nur ein bisschen und der rennt schon direkt voll los. Ja, es gibt noch findige Tüftler, die haben da noch einen Zusatzchip und eine Zusatzplatine mit eingelötet, so dass man diesen Drehkreis ja dann noch kalibrieren kann und dann hebt sich das ein bisschen auf. Das wird dann von der Software da drin irgendwie von dem Chip ein bisschen gesteuert. Ja, unnötig, wenn ihr diesen Controller habt, Leute. Wenn ihr nochmal N64 spielen wollt, auf einer alten Röhre, nehmt diesen Controller dabei. Ich weiß, der nimmt ein bisschen dieses Original-Feeling, aber wenn ihr hier mitspielt, Leute, ey, ihr werdet euch wundern. Okay, ihr seht, ich bin total begeistert von dem Teil. Gut, 60 Euro für den Hori-Controller. Checkt mal nach, was er bei eBay kostet. Und der Marc hat mich aufgeklärt. Bei meiner ganzen Verhandlerei und so hat er gesagt, wo findest du diesen Controller in Originalverpackung? Du sagst, du möchtest ihn in deine Sammlung stellen, aber den gibt's nicht in Originalverpackung. Alle, die du findest bei eBay, sind gebraucht. Also alle gebrauchten Artikel von dem Hori-Controller, speziell fürs N64, liegen bei 89 bis 99 Euro und sind allesamt gebraucht. Den gibt's nicht in neu. Schaut's euch an, schreibt in die Kommentare, wenn ihr was findet. Also ich hätte gerne noch ein Exemplar. Und vielleicht auch eins für die Sammlung. Falls ihr irgendeins findet in der Originalverpackung, bitte mal reinschauen und mir Bescheid geben. Okay, Schluss jetzt mit dem Hori-Controller. Ich bin total hin und weg von dem Ding. So, das nächste, was ich mitnehmen durfte, ist ein N64-Controller. Ein Fake-Controller, wie ihr seht. Ja, kein originaler Nintendo-Controller. Naja, fühlt sich dementsprechend auch an. Er ist noch gut, er ist noch neuwertig, aber na, das Gefühl ist nicht ganz so, wie man es von einem originalen Controller kennt. Dabei war noch ein schöner roter Originalcontroller in einem recht guten Zustand, muss ich sagen. Hier ist der Stick minimal, wirklich minimal, ein bisschen, naja, angetouched, aber einwandfrei zum Spielen, würde ich sagen. Nicht hakend, gar nichts, toll. Schön stramm mit allem drum und dran und sieht noch wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, also ist auch nicht so abgegriffen oder so. Man sieht da wirklich noch diese kleine aufgeraute Plastik. Ne? Das ist also nicht überall ganz blank und so weiter. Also toll, sehr schöner Zustand von diesem Controller. Dritter Controller, den ich mitnehmen durfte, und das ist einer aus der Limited Edition. Ja, ich glaube Ice Blue heißt das Ding. Und ich muss sagen, der ist im absolut neuwertigen Zustand. Der Stick ist überhaupt gar nicht. Der ist noch komplett stramm. Ja, der sieht aus wie unbespielt. Der fühlt sich auch an. Und das ist die Konsole in der Limited Edition, die ich hier stehen habe. Also das ist meine Konsole, wo ich mitspiele. Und da habe ich jetzt den dritten Controller von. Und die anderen beiden, die sind im gleichen Zustand. Also echt Wahnsinn. Super, Marc. Voll geil. Dankeschön, dass ich den bekommen habe. Leute, und der vierte Controller, der dabei ist, ist ein bisschen ausgenudelt, aber ich werde den Controller-Stick von dem roten Controller nehmen und den hier reinbauen. Ihr seht, es ist der orange-transparente Controller vom N64. Wie gesagt, bisschen durchgenudelt, aber was soll's, kann man tauschen. Und zu diesem Controller, was soll ich sagen? Gibt es die orange-transparente Nintendo 64 in einem top, super, einwandfreien, neuwertigen Wahnsinnszustand. Und was ist darin verbaut? Natürlich noch das Original-Expansion-Pack von Nintendo. Was soll ich sagen? All das für ein Huni. Ja, 60 für den Hori und 100 Euro zusätzlich für das, was ihr bisher gesehen habt. Die Konsole, die 4 Controller, einer Fake, 3 Originale, orange-transparent mit Expansion-Pack. Dann gab es noch 2 schöne Controller, Joystick-Verlängerungen dazu. Natürlich Netzkabel, AV-Kabel, alles gehört dazu, ist auch alles dabei. Jetzt hat der gute Marc auch ein Game Room gehabt und eine Sammlung gehabt.
Hat aber nicht in OVP gesammelt, sondern hat sich seine Custom-Verpackung gemacht. Er hat also alte Videokassetten genommen, Kassettenhüllen, und hat in diese Hüllen die Spiele reingepackt. Ja, die sitzen gut da drin, sind PAL-Spiele. Das Modul sieht jetzt nicht so super aus, aber es sind PAL-Spiele mit ausgedruckten US-Covern von den Spielen. Was soll's, hat sich auf jeden Fall sehr gut gemacht in seinem Schrank, denke ich. Ja, das sah gut aus. Also, alle Spiele, die ich euch zeige, zeige ich euch jetzt in dieser Art. Also einmal Blast Corps. Das zweite Standard, ja, Super Mario 64. Modul in einem sehr schönen Zustand. Dann gab es einmal Lilith Wars. Auch hier Modul, Top-Zustand. Dann gab es Blast Corps von Rare. Diddy Kong Racing von Rare. Modul müsste mal gereinigt werden, aber ansonsten sieht es recht gut aus. Label ist in Ordnung. Wunderbar. So. Und dann gab es noch ein Spiel dazu, und zwar Snowboard Kids von Atlus. Ihr kennt's. Ist jetzt nicht so der super Titel, aber macht echt viel Spaß und wird auch gern gesucht. Ist nicht sehr, sehr teuer, der Titel, aber auf jeden Fall okay. Auch hier müsste das Modul mal gereinigt werden, aber Label ist okay. So, diese fünf Spiele waren noch dabei, Leute, für einen 100er. Konsole, drei original Nintendo-Controller, ein Fake-Controller, fünf Spiele. Das sechste Spiel, was dabei war, Yoshi's Story. Auch Modul, sieht sehr gut aus. Musste ein bisschen gereinigt werden, weil wir mit dem Radierschwamm rangehen, dann sieht das Ding aus wie neu. Nur nicht übers Cover gehen mit dem Radierschwamm. Siebtes Spiel, was dabei war, Leute, jetzt geht's los. Einmal Bomberman 64. Ja, geiles Spiel, macht riesig viel Spaß. Auch hier, Label okay, Modul recht schmutzig, Radierschwamm sauber machen und fertig ist. Nächstes Spiel, wofür braucht man vier Controller auf dem N64? Ha? Ha? Natürlich für Super Mario Kart 64. Auch das noch dabei. Modul, schmutzig, Label vollkommen in Ordnung. Also kriegt man ordentlich sauber geputzt. Neuntes Spiel, was dabei war, Smash Bros. 64. Wir haben gestern im Stream noch darüber gesprochen. Also beziehungsweise Smash Bros. Fürs Nintendo 64. Auch das sieht ein bisschen schmutzig aus. Label aber okay, kann man sauber machen, kein Problem. Das allerletzte Spiel heute für den ganzen Lot, den ich bekommen habe. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht zuletzt, da habe ich das Spiel verpasst. Da hat jemand in meinem Urlaub ein N64 für 20 Euro mitnehmen dürfen, mit einem Stack Spiele, und dabei war dieses Spiel, was ich jetzt bekommen habe, glücklicherweise, weil da habe ich es verpasst und ich habe mich tierisch geärgert. Jetzt ist es da. Kirby, The Crystal Shards. Hammer. Und dieses Modul sieht richtig gut aus. Das ist schön sauber, Label ist in Ordnung. Ja, was soll ich sagen? Eine schöne Pickup-Folge wieder für euch. Ein toller Fund wieder für mich. Einen coolen Dude kennengelernt, den Marc. Mein Freund, ich habe schon mal gesagt, melde dich, wenn du dieses Video siehst. Ich hoffe, dass du es siehst. Du hast einen gut bei mir, weil das war ein absoluter Bro-Preis und weiß nicht, was dich veranlasst hat, zu sagen, nimm's mit. Aber ja, herzlichen Dank dafür. Ja, Leute, was soll ich noch sagen? Ich blende euch die Sachen hier jetzt nochmal ein. Da könnt ihr nochmal durchschauen, was ich da alles bekommen habe. Also 160 Euro für alles, was ihr da auf dem Tisch liegen seht. Ich habe schon gesagt,
Es läuft. Okay, damit sage ich vielleicht bis gleich im Stream, vielleicht bis morgen zum Pickup, vielleicht bis zum Wochenende mit Flohmarkt-Pickups, aber definitiv zum Wochenende mit der Pixelbörse in Düsseldorf im Zack. Da werde ich sein, werde natürlich keine Sachen mitnehmen zum Verkaufen, werde da sein als YouTuber, werde da sein, um die Händler ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, um dem guten Sven guten Tag zu sagen, ja, der Händler, wo mein Herz verschlägt, ihr wisst das, Leute, er hat mich überzeugt. Ich habe noch nie, und ich hatte schon mehr Kontakt als mit anderen Händlern, noch nie irgendeinen Grund gehabt, in irgendeiner Form irgendwas dazu sagen. Und das werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht haben, weil er überzeugt auf ganzer Linie. Das dazu, Leute. Wir sehen uns dann spätestens am Sonntag wieder, falls keine Pickups mehr kommen, auch am Wochenende, Flohmarkt nicht und so weiter. Seht ihr mich auf jeden Fall mit dem Börsenvideo von der Pixelbörse. Ich blende es euch hier jetzt nochmal ein, die Pixelbörse in Düsseldorf im Zack. Wer mich sehen will oder andere YouTuber sehen will, wer den Sven mal kennenlernen will, Leute, kommt unbedingt dahin, packt ein bisschen Kohle ein. Der Sven ist nicht teuer, nicht so teuer wie andere. Ja, hat also wirklich schöne, humane Preise, mit dem könnt ihr immer reden. Nimmt da ein paar Sachen mit. Wie ich, glaube ich, gehört habe, ist der Onkel Weidemann da, der immer schroff gezockt die Gameboy-Geschichten macht, auf dem Klo, wenn ihr wisst, wen ich meine. Und ansonsten, ja, bin ich jetzt wirklich raus. Ich blende euch jetzt diesen Flyer nochmal ein, wahrscheinlich war er jetzt gerade schon drin. Macht euch auf die Socken, kommt hin, sprecht mich an, bitte. Ich habe auf der Börse in Montabaur schon von Leuten gehört, hey, ich war da, ich habe dir jetzt mal geschrieben, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, dich anzusprechen. Leute, seid ihr verrückt, ey. Ich bin doch ein ganz normaler Typ, wie alle anderen auch. Nur weil ich YouTube-Videos mache, heißt das doch nicht, ja, bitte. Also kommt und sprecht und lasst uns reden, lasst uns talken, lasst die Community wachsen und seid einfach dabei, okay? So, jetzt bin ich aber raus. Haut rein. Super, ciao. Ich zeige euch nochmal eben hier. Hat der kleine Hund was zu snacken gehabt? Ein Stück Haut von mir. Mit ein bisschen Fleisch. Okay.